Vom 15. September bis 6. Oktober 2024 finden in Dresden die 34. interkulturellen Tage statt, die Vielfalt und den kulturellen Austausch der Stadt feiern. Ein besonderes Highlight war gestern Abend der Auftritt des ukrainischen Chors Volja auf dem Neumarkt. Der 2022 von Natalia Moros gegründete Chor besteht aus Geflüchteten, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Dresden flohen und sammelt Spenden für Kriegsopfer. Der Chor Volja wurde gegründet, weil wir alle krank und erschöpft hierher kamen. Es war und ist sehr schwer für uns. Wir sind seelisch gebrochen. Deshalb habe ich beschlossen, eine Gemeinschaft für Ukrainer zu gründen, in der sie durch das Singen zumindest ein wenig ihre Wunden heilen können. Als wir in Dresden ankamen, war es schwierig für uns, uns anzupassen, da wir die Sprache nicht kannten und nicht wussten, was wir hier tun könnten. Dann dachte ich, was kann ich gut? Was kann ich hier tun? Ich bin Dirigentin, ich kann singen, also werde ich singen. Im Jahr 2022 habe ich diesen Chor zusammengestellt und organisiert, gleich nachdem ich Mitte März in Dresden angekommen bin. Und schon im April hatten wir unser erstes Konzert. Die Möglichkeit, sich kulturell auszudrücken und das zu tun, was man liebt, gemeinsam mit seinen Landsleuten, hat vielen Teilnehmern geholfen, den schwierigen Anpassungsprozess an die neuen Lebensbedingungen zu meistern. Es war der Chor Volja, der mir geholfen hat, mich in Dresden einzuleben. Dank des Chors Volja hatte ich die Möglichkeit, hier in Dresden zu singen und Ukrainisch zu sprechen. Ich habe viele Freunde unter den Ukrainern gefunden. Ich weiß, dass das Singen vielen Menschen geholfen hat, mit ihren inneren Gefühlen umzugehen und die Kraft zu finden, weiterzuleben, trotz all der Schwierigkeiten, die derzeit in unserer Heimat herrschen. Die interkulturellen Tage bieten Raum für Begegnung, Austausch und Möglichkeiten, um neue Perspektiven einzunehmen, voneinander zu lernen, eigene Vorurteile abzubauen und damit das soziale Miteinander langfristig zu bereichern. Wir wissen, solange Sprache und Kultur lebendig sind, lebt auch das Volk. Wir, als Träger unserer Nation, führen unseren Kampf hier im Ausland fort. Wir nehmen ständig an Festivals, Konzerten und improvisierten Auftritten teil, wie beispielsweise heute. Die interkulturellen Tage in Dresden sind eine großartige Gelegenheit, Dresden und Sachsen zu zeigen, dass die Ukrainer waren, sind und immer bleiben werden. Wir sind eine unabhängige Nation. So sehr man auch versucht, uns mit anderen zu vermischen, mit unseren Nachbarn, die uns leider angegriffen haben und weiterhin terrorisieren. Ich glaube fest daran, dass dieser Krieg früher oder später mit einem Sieg der Ukraine enden wird. Ich bin überzeugt, dass die Gerechtigkeit auf der Seite der Ukraine steht.